Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu F1 2014 hier zum Training in Italien. Bevor wir anfangen, wir gucken erstmal in E-Mails. Hier sind wir. Renndaten. Das ist ja jetzt egal, das haben wir ja schon. Team Internes DL. Ich lieg vorne, deutlich. Angebot zurückgezogen. Ich habe gerade von Lotus telefoniert, das Vertragsangebot, das hier unterbreitet wurde, ist jetzt offiziell zurückgezogen. Ja, ist egal. Wir wollen ja eh nicht. Die Saison wollen wir fertig machen hier bei Caterham. Und jetzt Autodrom. Höchstgeschwindigkeit 350. Was stand da gerade? Es soll regnen im Sonntag. Oh, das ist schlecht. Naja. Das Training wird heute... Was ist denn hier los? Keine Ahnung, warum stand das schon smart noch? Ist egal. Das Training wird heute ein bisschen... Das Training wird heute ein bisschen kürzer, weil ich nicht so viel Zeit habe. Wir werden also nicht die Stunde fahren, wahrscheinlich halbe oder so. Aber ich denke mal, das ist, weiß nicht, ob es für euch so schlimm ist, aber die Strecke ist nicht so schwer. Deswegen denke ich, ich brauche diese volle Stunde auch nicht unbedingt. Ich habe die auch schon ein bisschen geübt vorher. Also ich bin die schon öfters gefahren, jetzt nicht, weil ich, ist halt ein Monster, ne? Fährt man halt mal ein bisschen öfters. Deswegen kann ich die schon so ein bisschen besser. Ich weiß nicht, wie ich da zur KI jetzt stehe, muss ich nochmal gucken, aber ich denke mal, wir werden einmal kurz auf hart raus und das war's. Die Weichen werden wir nicht fahren. Sowieso nicht im Training. Ja. Ein bisschen. Und dann wollte ich euch mal fragen, wie sieht's aus mit F1 2015? Interessiert euch das? Weil 2014 die Saison zu Ende mache ich auf jeden Fall noch. Ich weiß nur noch nicht, ob ich noch eine zweite mache. Eigentlich wollte ich ja, aber an sich zur Sache, dass ich F1 2015 eigentlich auch machen will. Halt, wäre das für euch jetzt, wollt ihr F1 2014 noch die zweite Saison sehen? Dann, wenn das nicht wollt, dann hören wir damit auf. Und jetzt habe ich das Setup gar nicht rausgesucht, oder steht ist das hier? Weiß nicht. Wenn ihr es halt sehen wollt, dann mache ich die Saisons wahrscheinlich gleichzeitig. Also ich fange einfach 2015 an, ja, 15 an. Und mache halt nebenbei dann noch die 14er zweite Saison weiter. Allerdings halt vielleicht nicht ganz so aktiv oder halt auch gleich, ich weiß es nicht. Mal gucken. Aber das Setup brauchen wir eh nicht machen. Wenn es Rennen regnen soll. Machen wir einfach einen Schnellsetup. Dann ist es ja egal jetzt fürs Training, ne? Mal Schnellsetup. Eins nach rechts, würde ich sagen. Wir können auch zwei machen. Wir machen zwei. Und dann gehen wir auf die Strecke. Also, schreibt mir dazu in den Kommentare, was ihr davon haltet. Mit dem Thema F1 2015. So, und jetzt hier legen wir erstmal eine schnelle Runde hin. Ja, komm, mach weiter. Muss nicht mal aufhören, weil ich noch kurz was auf den zweiten Bildschirm mache. Das muss nicht. Moment. Ich bin doch immer mit Automatik gefahren, oder? War das nicht so? Ich hab hier das. Ist doch eindeutig was verstellt, oder? Die Traktionskontrolle vollständig und das Getriebe auf automatisch. Das war richtig, ne? Genau. Habe ich mir noch voll aufs Fahren konzentrieren können. Ui, ui, ui. Was mit dem Lenkrad los? Es ist auch jedes Mal anders hier. Da kann ich nicht fahren. Oh Junge, ich werde nicht mehr. Nee, ich will mit dem schon fahren, ja. Wir gucken ja, Heckflügel, der ist. Mehr brauche ich. Eigentlich müsste das doch sich jetzt mal deutlich anders anfühlen. Nicht so behindert. Ich kann nicht mehr. Warum macht denn das Spiel mir? Warum tut es mir das an? Individuell.
Wer fährt denn bitte so? Einstellungen. Ne, das wollte ich gar nicht. Ich wollte erweiterte Lenkeinstellungen. Nur das passt eigentlich alles null. Eigentlich hatte ich es immer so, ne? Okay, so komme ich eigentlich auch klar, denke ich mal, so werde ich schaffen. Es geht schon. Schlimmer kommen können. Aber eigentlich ist alles ein bisschen zu empfindlich gerade. So. Lenkrad. Also, ich weiß ja nicht, ob das so. Das fühlt sich doch schon ein bisschen besser an. Nee, eigentlich. Es ist überhaupt kein. Ziehen Sie mal kurz wieder raus. Machen es vielleicht mal wieder. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, aber mal hier, zack, zack. Uiuiui, war da noch schlimmer. Was ist denn das? Das kann doch nicht sein, dass das hier so. Oh, Junge. Jetzt wird schon irgendwie gehen. Muss ja. Ach, Jensen-Button haben wir halt unsere Rivalen ausgewählt oder was? Deswegen schon länger. Das war mehr oder weniger unfreiwillig eigentlich. Ich hab's gar nicht bekommen. Muss ja egal. Jensen-Button ist eigentlich noch ganz gut okay. Das kann ich mitnehmen. Den Button ist halt, fährt er für Honda, ne? Genau. Nee, sind doch fast 15 Reihen. Wo fährt denn der jetzt? Das interessiert mich ja schon mal so. Was kann und fährt dann der Button für McLaren? Ja, und den habe ich jetzt als Rivalen. Na, das ist ja super. Naja, egal. Okay. Kann man so lassen. Das Lenkradgefühl, das ist eigentlich immer sonst ein bisschen anders. Weiß nicht, ob man den Rivalen jetzt mal umstellen kann. Glaube ich nicht. Aber warten kann man eigentlich mal lassen. Das ist nicht so schlimm. Button, dann können wir für Mercedes fahren, McLaren. Nächstes Jahr, falls wir die zweite Saison machen. Ist, denke ich, eine ganz gute Steigerung. Auf jeden Fall besser als Keda. Obwohl da natürlich Lotus noch besser. Aber wir gucken mal, vielleicht kriegen wir auch noch ein paar andere Angebote. Mal gucken, ob wir da so reinkriegen. Dann kriegen wir uns einfach das Beste raus, wie immer. Gucken wir mal, was hier läuft. So. Gegen die KI. Wie gesagt, ich bin eigentlich in der Strecke schon ein bisschen
vertraut mit uns. Hier bin ich jetzt ziemlich zu weit rausgekommen. Ich denke mal, ich kann ja ganz gut mithalten mit meiner direkten Konkurrenz. Das ist eigentlich dann nur mein Teamkollege wäre und ich weiß noch nicht, wo ich hier mich so wiederfinde. Maldonado ist ein bisschen schneller, aber ist eigentlich auch zu erwarten. Momentan fühle ich mich noch nicht so wirklich wohl hier auch. Ich kann eigentlich bestimmt noch viel schneller. Wir können nicht so mit dem Lenkrad klar. Das schauen wir bestimmt auch noch. Jetzt hier raus, Parabolika. Und dann nochmal eine schnelle Runde. Gucken, ob wir uns mal verbessern können. Ich denke mal, da geht sogar noch einiges. Auch diese Tür ist natürlich schneller in seinem sauberen Hut. Vollbaus, ey. Ja, hier schon mal deutlich verbessert. Hab erst und zweite Schikane auch wieder nicht so erwischt. Also die erste Schikane war schon nicht so schnell. Die zweite jetzt wieder auch scheiße. Boah, viel zu weit außen. Boah, was ist denn los? Das lief doch mal viel besser. Das wird die Kurve jetzt in Ordnung. Nicht besser als unsere Zeit. Aber wir haben auch ein bisschen kaputten Frontflügel, muss man sagen. Ist ja schon, wir können ja auch mal fett stellen. Ja, richtig attackieren. Ich angase. Gut, hier ist jetzt 1,36. Wir können es nicht verbessern. Ja, Sektor 3, ne? Kann man nicht viel falsch machen. Oh, ja, gut, okay, man kann schon. Ja. Achte auf die Reifentemperatur. Lass die Reifen nicht so kalt werden. Muss das nicht abkürzen, war schon erstaunlich. Das wäre eigentlich ein bisschen. War ganz schön optimistisch, da reingegangen. Die fahren hier eine 1,30 so rum, wie wir haben. Wenn wir dann eine 1,31 hinkriegen, nehmen wir mal 1,32 auch noch. Dürfte eigentlich ganz in Ordnung sein. Naja, Rosberg natürlich 1,27, ja gut. Jetzt haben wir kommentiert, unkommentiert da, stehen so. Weiß nicht, ob der jetzt auch schon mit Weichen gefahren ist, aber die Mercedes sind einfach überlegen, da kann man nicht machen. Wir müssen uns anderen mit dem Teamkollegen orientieren, das ist unser Ziel, erstmal. Wenn wir bei dem ganz gut stehen, dann denke ich mal, passt das. Real ist dahinter. Hinter uns, das ist hier der McLaren Magnussen. Ja, der ist schon top speedmäßig eine Verbesserung. Wie man gerade gesehen hat. Ja, wir sind schon mal vor Schild 32,8. Ja. Reifen ist ja natürlich mit den harten, die werden extrem schnell kalt, weil viel lange geraden. Da kam Heck ein bisschen rum. Das war natürlich nicht nett. Von dem werten Herrn Heck. Der Computer meldet eine Gelbphase in Sektor 2. Überhole Sektor dich 2. Und achte auf Trümmerteile auf der Strecke. Okay, ich achte auf Trümmerteile.
Sektor 2 sind wir jetzt. Wer weiß, was da gerade KI gemacht hat. Da kommt der Button. Viel zu spät gebremst. Ah, viel zu spät. Wir fahren jetzt eigentlich mal rein und dann gucken wir mal, dass wir noch eine Runde mit weichen. Fahren die schon mit weichen Reifen? Ne, die fahren mit hart. Das ist krass. Wir können auch nochmal versuchen. Ja, wir fahren noch eine mit hart. Weichen fahren wir gar nicht dann. Wir fahren noch eine mit hart. Schnell runter mal. Und dann gucken wir mal. Mal alles rausholen. Das sind auf jeden Fall 21, das heißt, ein Teamkollege ist vor mir, wenn ich ein Schild in 22 ist. Das ist natürlich nicht so optimal. Will aber nicht in die Box kommen. Ich sagen muss, im Training bin ich immer nicht so gut. Ich muss auch noch mal gucken, dass ich das mit dem Lenkrad richtig kriege fürs Qualifahren. Noch kein Plan wie. Mal gucken, wie wir das schaffen. Definitiv keine Verbesserung. Jetzt schon gar nicht mehr. So, warte. Ja, Sprit. Einfach den Sprit leer. Machen wir dabei. Blockier doch nicht immer überall. Versuche hier auch eine steile Runde zu fahren. Wenn er überholt, soll er es gleich machen, dann kann ich mir den Grünschaden noch nehmen. Er macht eigentlich Button bis auf 11, ey, das ist ja krass. Ich dachte, das sieht so gut zu. Fahren den nicht immer, sonst jetzt noch nicht mehr so ganz gut. Jetzt natürlich die erste Schikane richtig verkackt. Richtig verkackt. Ich will aber auch nicht vorbeifahren. Wenn man ihm die Chance einmal gibt, dann will er nicht. Ah, wenn ich will, da hat schon. Ey, ja, Moment. Ah, ich hab was kaputt gemacht. Und ich krieg eine Strafe. Naja, okay. Nee. Ja, komm, das ist aber auch schon ein bisschen, ne? Ganz ehrlich. Hey, vorsichtig mit dem Auto, so geht das nicht länger gut. Als Überholer. Komm. Der ist zu. Wir Windschatten noch fahren können. Ich glaube, das bringt auch nicht mehr so viel. Oder? Oder? Ja. Wird der Motor zwar ein bisschen fix warm, aber... Ah, in der Kurve von ihm. Ja, es ist ein Tor so gewesen, ne? Ja, war, ne? Hat Sprunger Sprit. Ganz wunderbar. Ganz ruhig noch nicht mal auf. War gut, die erste Schikane diesmal.
wenn ich viel zu spät gebremst habe, war es so gut. Jetzt wirklich zu spät, ja. Ah, schade, die Zeit wäre gar nicht so schlecht gewesen. Na gut. Dann kümmern wir uns jetzt nicht zurück in die Garage. Das erspare ich euch. War das so? Ich bin mir vollkommen sicher. Also unser Teamkollege gefahren. Was hat er dann gemacht? Er ist gefahren eine 32.0. Okay, dann würde ich sagen, wir belassen das fürs Training. Ja, ich mache Schluss. Ich habe noch was zu tun und dann sehen wir uns im Qualifying wieder, wo ich das Lenkrad dann richtig hingekriegt habe. Ja. Also, bis dann. Haut rein. Tschüss.